2014 habe ich mein Video der Liebenröhre veröffentlicht, leider unter etwas ungünstigen Lichtbedingungen. Dies wird jetzt mit 4K-Auflösung wiederholt. Zu sehen ist die Originalverpackung. Die Röhre hat leider die falsche Seriennummer in der Verpackung. Es ist die SS 1177. Ja, das Unboxing einer Video, einer Liebenröhre. Ob die Papiereinlage original ist, kann ich nicht wirklich sagen, aber vom Papier her würde ich sagen, es stimmt ungefähr. So, wer es darauf wartet, dass diese Röhre live vor der Kamera IOL wird, den muss ich leider enttäuschen. Zu sehen ist unter anderem das zweite AEG-Logo mit dem Hinweis Deutsches Reichspatent. Das erste AEG-Logo war eine Wabe mit den Buchstaben AEG. Zu sehen ist die schneckenförmige Anode, der Pumpstutzen. Es ist ein bisschen schwierig mit den Lichtreflexionen. Das ist das Steuergitter. Es sieht aus wie ein Nudelsieb und ist wahrscheinlich auch mit derselben Maschine hergestellt. Das ist eine Aluminiumplatte, die gestanzt wurde. Hier ist der Anschluss zu sehen. Hier ist der Anschluss des Gitters. Das ist der Heizfaden. Der Heizfaden selbst ist aus Platin. Die Heizspannung war 28 Volt bei ungefähr 2,5 Ampere Heizstrom. Das Link zum Video im Betrieb ist übrigens in den Kommentaren verlinkt. Das ist der Quetschfuß. Das ist der Pumpstutzen mit dem Gittermaterial. Das ist übrigens Quecksilbernatrium. Die Liebenröhre ist keine Hochvakuumröhre, sondern verfügt über eine
leichte Quecksilberdampffüllung unter niedrigem Druck. Besonders interessant zu sehen ist, ein Kabel hat einen Knoten, also einen Zugang. Dieser Knoten bezeichnet das Stift 1 und die Drähte sind mit einem Korkstopfen fixiert. Der Sockel ist der Original-Lieben-Sockel. Drei Stifte und eine Buchse. Ein großes Problem der Liebenröhre war damals die Einstellung des Arbeitspunktes. Dafür gibt es diese Skala. Und zwar ein Beamter musste während des Betriebs der Röhre darauf achten, dass das Entladungsleuchten ungefähr 12 mm oberhalb des Gitters stattfand. Das war der ideale Arbeitspunkt für die Röhre. Das wurde im Betrieb stetig nachgeregelt. Jetzt ist die 10 mm Linie. Das ist das Steuergitter. Das Ganze noch mal mit Und zum Schluss nochmal ein Versuch, das AEG-Logo ohne Reflexion.